Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Hallo, heute wollen wir uns mit dem Lösen von quadratischen Gleichungen beschäftigen. Um das zu verdeutlichen, stellen wir uns zunächst mal folgende Aufgabe. Gegeben sei x Quadrat minus 4x gleich 6x minus 14. Und wir können sofort erkennen, dass sich das hier um eine quadratische Gleichung handelt, weil die Potenz für x hier 2 ist. Hier wäre die Potenz für x gleich 1. Und wenn nur x vorliegt, reden wir ja auch nicht umsonst von linearen Gleichungen. Wir werden die Gleichung zunächst mal auf die sogenannte Normalform zurückführen. Und zwar derart, dass 0 auf einer Seite steht. Das würde bedeuten, wir müssen minus 6x rechnen, damit von der rechten auf die linken Seite umgeformt wird. Und plus 14. Im Ergebnis bekommen wir dann, x² bleibt stehen. Mit minus würden wir minus 10x bekommen. Und plus 14 wäre sozusagen unser Ergebnis. Das ist die sogenannte Normalform. Wir erkennen sie immer daran, dass gleich 0 steht. Und das wollen wir natürlich hier auch schreiben. Wir werden jetzt mit Hilfe der quadratischen Ergänzung diese Gleichung zu lösen. Bei der quadratischen Ergänzung war immer das Ziel, diesen Teil hier vorne in etwas zu verwandeln, in ein Binom zu verwandeln, das derart aussieht. Wir können sofort erkennen, dass das x hier in der ersten Klammer stehen muss, denn wenn wir ausmultiplizieren, bekommen wir das x². Diesen Teil hier können wir nur über den Mittenteil des Binoms realisieren, also 2ab. Und wenn 2ab gemeint ist, dann muss aus der 10 eine 5 werden, denn nur 5 plus 5 ergeben 10. Damit minus 10 dabei herauskommen, muss hier in dem Binom das Minus stehen. Denn wenn wir jetzt weiterrechnen, dann wäre dieser Schritt hier minus 5x. Und wenn wir hier rechnen, würden wir auch 5x bekommen. Allerdings müssen wir jetzt berücksichtigen, dass wir diese 5², also das Binom selbst hier, liefert uns plus 25, die jetzt korrigiert werden muss durch minus 25. Wir müssen also immer das Gegenteil von dem tun, was hier als Produkt dabei herauskommt. Und damit haben wir gewissermaßen die entsprechende Gleichung gelöst. Wir schauen uns jetzt, das setzen wir hier oben in die Gleichung ein und schreiben also x minus 5 in Klammern zum Quadrat, weil es hier eben zweimal vorkommt, minus 25 aus der quadratischen Ergänzung heraus. Damit ist dieser Teil abgedeckt und die plus 14, die muss natürlich nach wie vor entsprechend dazu gezählt werden und das Ganze wäre dann also gleich 0. Wir schreiben uns weiter zusammen. x² minus 5 in Klammern zum Quadrat ist also 25 plus 14 sind minus 11 gleich 0. Um diese Gleichung jetzt weiter lösen zu können, schreiben wir gewissermaßen um und den Konstantenteil auf die rechte Seite mit plus 11 und übrig bleibt x minus 5 in Klammern zum Quadrat ist gleich 11. Ja, wir ziehen also plus minus die Wurzel, weil uns interessiert jetzt natürlich das Vorzeichen von dem Ergebnis dessen, was wir machen wollen. Und wir kriegen also heraus x minus 5, weil die Wurzel wird mit dem Quadrat hier verrechnet, ist gleich plus minus Wurzel aus 11. Ja, für uns ist es jetzt nicht mehr so ganz schwierig zu sagen, alles klar.
Wenn plus minus, werden wir hier natürlich auch ein x1 und ein x2 generieren. Also x1, x2 ist also nichts anderes als 5 plus minus die Wurzel aus 11. Und das ist unser Ergebnis, das wir zunächst mal hier durch die quadratische Ergänzung bekommen haben. Das war also der Lösungsweg A. Der Lösungsweg B ist die Verwendung der PQ-Formel. Und mit dieser Formel können wir gleich die Werte berechnen. Dazu müssen wir die Formel natürlich kennen. Sie lautet x1, x2 ist nichts anderes als minus p halbe plus minus der Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Die allgemeine Form der quadratischen Gleichung lässt sich auch hier entsprechend hinschreiben, nämlich x² plus px plus q gleich 0 ist der Bezug. Wenn wir das auf die entsprechende Gleichung hier oben ansetzen wollen, dann folgt aus dieser Betrachtung, dass das p nichts anderes ist als minus 10. Dass das q nichts anderes ist als 14. Setzen wir das entsprechend weiter um und sagen, daraus folgt p halbe, ist also gleich minus 5. Ja, und das Ganze brauchen wir letztlich nur in die obige Formel, die wir uns ursprünglich mal aus der Formelsammlung herausgeschrieben haben, einsetzen und wir bekommen heraus x1, x2 ist gleich. Und das ist jetzt, worauf man achten muss. Hier steht minus p halbe, der Zahlenwert ist minus, die Vorzeichen sind zu berücksichtigen und daher entsteht hier 5 plus minus Wurzel aus 5 Quadrat. 5 Quadrat minus 14. Und dementsprechend bekommen wir hier jetzt 25 minus 14 dabei heraus. Ja, im Ergebnis ist das genau das gleiche, was wir eben auch haben. Plus, also 5 plus minus der Wurzel aus 11. Und das ist unser Ergebnis. Also egal, ob man die quadratische Ergänzung oder die PQ-Formel benutzt, letztlich leitet sich die PQ-Formel ja nur daraus ab, dass man letztlich die Dinge hier entsprechend nochmal sich herleitet und damit sozusagen zum Ergebnis führt. Ja, sind wir damit fertig? Nein. Wir brauchen immer die Probe, egal mit welcher Methode wir vorgehen, weil durch die Einführung dieses Plus-Minus-Zeichen kann es selbstverständlich dazu führen, dass hier oben entsprechend der Zahlenwert nicht stimmt. Wir werden das also tun und kriegen dann heraus 5 plus Wurzel 11 in Klammern zum Quadrat minus 10 mal 5 plus Wurzel 11 plus 14 ist gleich 0. Aufgrund der Tatsache, dass hier eine Wurzel aus einer Primzahl gezogen wird, führe ich die Arbeiten mit dem Taschenrechner durch und im Ergebnis stellt sich heraus, 0 ist gleich 0 und das ist eine wahre Aussage. Das Ganze machen wir jetzt mit dem entsprechenden Vorzeichen, Wechsel, und wenn wir hier das Minus einsetzen, und das Gleiche hier eben auch tun, dann führt das auch zu
dem gleichen Ergebnis und wir bekommen auch hier wieder 0 ist gleich 0 heraus, so dass beide Ergebnisse sich durch die Probe bestätigt haben. Ja, also trifft voll zu und damit ist die Aufgabe eigentlich vollständig abgeschlossen. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.